Stadtspaziergang Kaliningrad im Jahre 2020. 2019 haben rund 1,7 Millionen Touristen das Kaliningrader Gebiet besucht, Tendenz steigend. Ein geringer Teil davon, weniger als 2%, waren deutsche Touristen. Das elektronische Visum wird 2020 helfen, diese Zahl zu steigern. Ich möchte mit meinen Spaziergängen durch die Stadt, in der ich seit 1995 wohne, ein wenig Lust auf einen touristischen Besuch machen. Begleiten Sie mich durch die unbekannten Straßen Kaliningrads. Hallo und privet aus Kaliningrad. Ich lade Sie mal wieder ein zu einem Stadtspaziergang durch eine der, denke ich mal, unbekannten Straßen von Kaliningrad, die Ulica Proletarskaja. Ich schaue mal, wenn ich zu Hause im Office bin, wieder nach, wie diese Straße zu deutschen Zeiten hieß. Jetzt weiß ich es einfach nicht. Das, was ich sagen kann, ist eine völlig normale Straße. Es wird nichts, absolut nichts Besonderes hier zu sehen geben, glaube ich. Außer, hier im Hintergrund das Haus der Rede. Das steht aber nicht in der Ulica Proletarskaja. Und was haben wir noch? Ja, wir haben den Unterteich. Der fängt hier an. Dort wird gegenwärtig viel getan, um den in Ordnung zu bringen. Uferbefestigung und so weiter. Ein Stückchen weiter hat sich der Teich dann qualifiziert und dann nennt er sich dann Oberteich. So, und lassen Sie uns jetzt ein bisschen durch die Straße spazieren und schauen wir, was es hier irgendwie vielleicht doch Besonderes gibt. Ja, da im Hintergrund, das ist nicht die Ulica Proletarskaja, sehen Sie das Gebäude von GTRK Kaliningrad. Ja, das ist TV-Sendestation, zu vergleichen eventuell mit ARD und ZDF, nur eben halt auf Regionalebene. Also N3 zum Beispiel oder MDR, RBB. Und daneben dieser Neubau, dort stand bis zum Kriegsende bis zur Bombardierung von Königsberg durch die Engländer das Hotel Bellevue. Und in einer ähnlichen Architektur werden dort jetzt wieder Wohnhäuser errichtet, wobei in der ersten Etage, also zu Deutsch Parterre, kommen kommerzielle Einrichtungen rein. Bei den Gebäuden hier drüben, wir haben ja insgesamt nur 4 Etagen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das alte historische Gebäude sind oder schon neu gebaut worden sind nach dem Krieg. Ich denke mal, sie sind neu gebaut worden, weil hier in diesem Bereich eigentlich nach der Bombennacht im August 1944 nichts stehen geblieben ist. Dieses moderne Gebäude hier im Hintergrund, das Crystal House, das ist ein Hotel, was neu gebaut wurde und an sich in vollständige Nutzung überführt wurde zu Beginn der Fußballweltmeisterschaft 2018. Gleich daneben befindet sich das Gebäude des ehemaligen Parkhotels, zu deutschen Zeiten Parkhotel, heute genutzt als Office-Gebäude. Keine Ahnung, wie viele Firmen da drin sind, viele auf alle Fälle. Und hier im Parkhotel, in dem Gebäude des Parkhotels, habe ich 1995 angefangen,
glaube, in der dritten Etage zu arbeiten. Ja, wie die Zeit vergeht. Ja, wer hier hinter mir den Fußgängerüberweg nutzt und geradeaus weitergeht, der kommt dann zum Lajbunker. Laj, für diejenigen, die sich in der Geschichte der Stadt nicht auskennen, war der letzte kommandierende General, der den Befehl des Führers nicht erfüllt hat, bis zur letzten Patrone zu kämpfen. Er hat dann am 9. April 1945 die Kapitulation unterzeichnet und ist dafür zum Tode verurteilt worden. Ja. Aber wir schauen jetzt erst noch mal zum Unterteich. Nur einen ganz kurzen Blick. Ich versuche, meine Fantasie spielen zu lassen, wie das Ganze in 2 Jahren aussieht, wenn alles top ist. Gute Gegend. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite alles noch Bauten aus der Sowjetzeit, die irgendwann im Rahmen der Kapremont, also der Hauptinstandsetzung, sicherlich auch vernünftige Fassade erhalten werden. Oder sie werden unter das sogenannte Renovationsprogramm fallen, was jetzt stark diskutiert wird. Renovationsprogramm bedeutet, die Bauten aus der Sowjetzeit werden alle abgerissen und gegen neue ersetzt. Natürlich wird es dazu kommen, dass die Bauten dann natürlich höher werden, denn irgendwie muss es ja finanziert werden. Das heißt, Kaliningrad wird sein architektonisches Bild einer Stadt mit überwiegend niedrigetagigen Häusern verlieren. Gebaut überall, sehen Sie, dort auch. So, wir sind jetzt am Parkhotel angelangt. Das steht aber nicht in der Proletarskaja, sondern in der Ulica Sergejewa. Ja, und um noch ein bisschen aus der Vergangenheit zu plaudern, hier habe ich angefangen im April 1995 zu arbeiten, in einem kleinen Zimmer mit meiner Abteilung. Mein Arbeitsplatz bestand, da die Firma kein Geld hatte, mein Arbeitsplatz bestand aus einem Schreibtisch. Das war ein ausgedienter großer Fernsehkarton, vollgestopft mit Altpapier, damit er nicht zusammenbricht. Und der Stuhl war 2 Pakete Druckerpapier. So haben wir damals angefangen. Kein Film. Kinder. Ja, die Ulica Proletarska ist an sich eine reine Einkaufsstraße. Links und rechts sehr, sehr viele Geschäfte, sehr viele, in der Zwischenzeit schon sehr viele unterschiedliche Geschäfte. Noch bis vor ein paar Jahren habe ich gesagt, das ist die Schuhstraße, weil hier ein Schuhgeschäft nach dem anderen war. Hier drüben auf der Seite. In der Zwischenzeit gibt es hier alles. Vom Küchenstudio, Lampenstudio, Geschäft ja, für Aquariumausstattung, Möbel, Mebellini, keine Ahnung. So. Also wer hier so einen Bummel machen will, gucken will, was der Kaliningrader Einzelhandel so an Industriewaren anbietet, ist hier gut aufgehoben. Natürlich haben wir auch hier in dieser Straße einen Königsbäcker.
könnte ich jetzt reingehen, weil ich Appetit auf eine Tasse Kaffee habe, mache ich aber nicht. Ein bisschen weiter gibt es noch ein anderes Café und das zeige ich Ihnen mal. Es muss ja nicht immer König sein. Ja, das Gebäude hinter mir ist eine Schule. Ja, hier hinter mir ist schon eins von diesen kleinen Cafés, die in der letzten Zeit in Kaliningrad sehr viele entstanden sind. Aber da will ich auch nicht hin. Ich will noch ein Stückchen weiter. Also laufen wir noch ein bisschen. An sich war mal geplant gewesen, dass diese Straße generell für den Autoverkehr gesperrt wird und Fußgängerzone wird. Für Fußgänger, für die Leute, die flanieren wollen, die hier einkaufen wollen, wäre das natürlich eine tolle Lösung gewesen. Aber die Autofahrer haben schnell diesen Gedanken platzen lassen. Es ist eben doch eine wichtige Verbindungsstraße. So, und jetzt sind wir fast angekommen. Wir nutzen den Fußgängerüberweg. Denn wer das nicht tut, könnte bestraft werden. War ganz nett, hat angehalten und ich habe ihr auch gewunken. Auch eine bekannte Konditorkette in Kaliningrad, Pani Eva. Klingt irgendwie ein bisschen polnisch. Ich bin öfter dort drin, nicht nur hier, sondern sie finden diese Cafés überall in der Stadt. Da kann man getrost reingehen und bekommt dort vernünftigen Kaffee und auch ein vernünftiges Stückchen Kuchen oder Plunderstück. Und da gehen wir jetzt mal rein. Песня нас с тобой согреет, жаркий полдень. Das Ganze für 160 Rubel, das sind so 2,10 €. Guten Appetit. Приятного аппетита. So, das war's. Und jetzt geht's weiter. Kaffee hat geschmeckt, Kuchen hat geschmeckt. Der Magen gibt Ruhe. Und wir nähern uns jetzt dem zweiten Abschnitt der Ulica Proletarskaya. So, das ist jetzt hier die Kreuzung Ulica Czerniachowskowa und Ulica Proletarskaya. Hier runter Czerniachowskowa und da runter die Proletarskaya. Für diejenigen, die sich nicht ganz so auskennen oder die sich auskennen, das Gebäude hinter mir wird das neue Handelszentrum. Dort stand bis vor wenigen Monaten noch der zweite Abschnitt vom Zentralmarkt, der abgerissen wurde, der sogenannte Industriemarkt für Bekleidung, Schuhwerk und so weiter. Also alles, was nicht Lebensmittel ist. Hier im Hintergrund Königsberg Antiquariat. Also für Nostalgie-Fans, die auch einen entsprechenden Geldbeutel haben, die finden hier was. Ob das immer alles aus Königsberg ist oder ob es gute Imitationen aus Polen sind, lasse ich mal dahingestellt. So, wir gehen jetzt über die Straße. Es ist grün und man sollte den Fußgängerüberweg nutzen. Hier auf dem Gelände stand bis vor kurzem noch, bis vor 2 Jahren, noch ein historisches Gebäude. Es war wohl irgendwie eine Kavalleriekaserne, die nach dem Krieg dann zu einer Backwarenfabrik, wenn ich richtig informiert bin, umstrukturiert wurde. Jetzt abgerissen. Ja, und haben jetzt hier eine schöne freie Fläche.
So, wir schauen jetzt nach dort drüben. Insider wissen, das ist der Wrangelturm. Steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt leer. Man arbeitet an Konzepten, wie man ihn nutzen kann, aber ringsum ist schon Ordnung geschaffen worden. Und das Gelände hinter dem Wrangelturm etwas, wie sagt man in Deutschland höflich, naturbelassen, wird auch zu einem großen Park umgestaltet. Da gibt es schon recht konkrete Gedanken. Jetzt hier hinter mir, was Sie sehen, dort findet am Wochenende immer der Flohmarkt statt, wo man alles kriegt, was rostet und nicht rostet, was alt ist und angeblich alt ist. Sonnabends und sonntags kann man mal hingehen, hat vielleicht nicht ganz das Niveau, wie deutsche Flohmärkte aus Deutschland gewohnt sind, aber es ist interessant. Es gab Versuche, diesen Flohmarkt zu liquidieren, aber der Flohmarkt muss bleiben, er muss nur kulturvoller werden. Ja, richtig, hier im Hintergrund, das ist der Oberteich. Da gehen wir jetzt aber nicht hin, sondern wir gehen noch ein bisschen geradeaus weiter. Es gibt eigentlich hier jetzt in dieser Straße, in diesem zweiten Abschnitt, nichts Besonderes mehr zu sehen, außer zwei Gebäude. Zwei Gebäuden. Nach 30 Jahren Russland hat man ab und zu schon mal ein paar Probleme mit der deutschen Sprache. So, das ist das erste Gebäude, was ich Ihnen zeigen möchte. Toiletten. Die sind noch nicht allzu alt, vielleicht 10 Jahre. Sie haben nur immer kurze Zeit funktioniert, sind dann kaputt gegangen. Die Besonderheit ist hier, Sie müssen dafür bezahlen. Das sind die Kaliningrader nicht gewöhnt, für Toiletten zu bezahlen. Und wenn Sie hier Geld einwerfen, dann haben Sie nur eine bestimmte Zeit, Ihre Angelegenheiten da drinnen zu erledigen. Und dann öffnen sich die Türen automatisch. Soll schon vorgekommen sein. So, nun zum zweiten Gebäude. Nein, das ist es noch nicht. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, eine Zahnarztklinik. Ja, hier gegenüber sind eindeutig historische Bauten aus der Vorkriegszeit. Auch die Gebäude, die in der zweiten Linie dahinter stehen. Die modernen Gebäude hier im Hintergrund, das sind zwei Gebäude vom litauischen Generalkonsulat. Ich glaube, von der Größe her ist wohl das litauische Generalkonsulat das größte in Kaliningrad. Relativ neu gebaut, vielleicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren erst eingeweiht. Шум зеленый колей, хотя бы нас посмотри.
чата, а на многих больших голубых площадей. Ja. Und hier endet dann an sich die Proletarska. Sie geht nachher noch ein paar Meter weiter, aber da ist nun wirklich nichts mehr zu sehen. In einem Jahr lohnt es sich dann wieder dort vorbeizulaufen, weil dort ein neuer Wohnblock recht exklusiv gebaut wird. Ja, wir beenden hier an der Stelle den Spaziergang. Noch für diejenigen, die sich orientieren wollen. Hier geradezu. Das ist Park Junost, wo Sie unbedingt hingehen sollten, wenn Sie in Kaliningrad sind. Geben Sie ein bisschen Geld aus fürs Riesenrad, um Kaliningrad von oben zu sehen. Und wenn Sie die Straße hier runter gehen, das ist die Thälmannstraße. Dort finden Sie dann das deutsche Generalkonsulat, falls Sie Bedarf haben, mit deutschen Diplomaten zu plauschen. Ja, das war's für heute. Tschüss und Paka aus Kaliningrad. Fanden den Beitrag interessant? Und dann klicken Sie auf Gefällt mir. Sie wollen mehr aus Russland und der russischen Region Kaliningrad erfahren? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. Yes! Sie wollen sofort über neue Videos auf meinem Kanal informiert werden? Dann schlagen Sie die Glocke. Ach, und zum Schluss noch eine Bitte. Sollten Sie kommentieren wollen, dann bitte kulturvoll. Jeder Beitrag wird von mir moderiert.